Dass die Thaya-Runde ein Touristenmagnet ist, ist ja bekannt. Die Familie Polzer bringt das Ganze aber noch einmal eine Stufe weiter. Sie haben es geschafft, 6000 Kilometer auf dem Radweg im Bezirk Waidhofen zurückzulegen. Wir schauen jetzt uns mal an, wie das geht. Frau Polzer, 6000 Kilometer auf der Thaya-Runde. Wie kommt man auf die Idee? Ja, wir sind immer schon gern Rad gefahren und mussten, wenn wir ebene Strecken fahren wollen, mussten wir entweder noch ins Burgenland fahren oder über die Grenze bei Schlag. Bei Cebern sind wir da früher geradelt. Und seit dieser Radweg da eröffnet wurde, fahren wir am liebsten da, weil wir das Auto nicht brauchen und von zu Hause wegfahren können. Wie viele Runden auf der Thaya-Runde sind das? Wir sind 100 Mal von Waidhofen nach Zlawings gefahren und natürlich wieder nach Hause. Ein paar Mal waren es die ganze Runde über Raps und sonst meistens nur diese Strecke des Radweges. Wenn man da 100 Mal fährt, entdeckt man da noch jedes Mal was Neues oder wird das dann irgendwann einmal Fahrt oder ist es immer noch spannend? Ist immer noch spannend, es ist jede Fahrt anders. Erstens einmal ist der Wechsel der Jahreszeiten schon, bringt schon eine Abwechslung. Im Frühling, wenn die Schlehen blühen, da vorne in Doversberg ist das besonders schön. Oder dann, wenn der Sommer kommt, wenn der Duft von den frisch geweten Wiesen kommt oder das blühende Getreide. Und im Herbst die bunten Blätter, ne? Und das Wetter bringt auch Abwechslung. Wenn wir uns auf die Wetter-App verlassen und es regnet, dann trotzdem werden wir nass. Aber meistens passt es eh. Das schreckt aber einen Profi wie Ihnen nicht an. Nein, keineswegs. Und wenn man ganz in der Früh wegfährt, so um 6 Uhr, also noch bei Sonnenaufgang, dann hat man den Wildwechsel, die Haseln und die Rehe und die Störche kann man zählen auf den Wiesen. Es ist wirklich, wirklich schön. Sie kennen die Thaya-Runde wahrscheinlich jetzt besser als jeder andere. Was ist Ihr Lieblingsplatz? Also am liebsten fahren wir von Zlawings nach Gildenberg bergab, weil da braucht man sich nicht anstrengen. In der Gegenrichtung, da schalte ich meinen E-Motor dazu und der hat eine bessere Kondition. Okay, also Sie sind mit reiner Muskelkraft unterwegs? Ja, mir gibt es noch kein E-Bike, sondern der da ist. 6000 Kilometer fahren andere oft mit dem Auto im Jahr gar nicht. Wie oft sind Sie da unterwegs? Ja, zwei, dreimal in der Woche, also 100 Mal waren das jetzt. Aber da haben wir wenn wir nur bis Doversberg gefahren sind oder bis Waldkirchen, das haben wir gar nicht gezählt. Sie haben ja ein Tagebuch geschrieben, habe ich gehört. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich führe sowieso ein Tagebuch, also so im Kalender schreiben wir immer auf, was wir jeden Tag machen. Und ich tippe das immer in den Computer oder aufs Handy. Und da haben wir genau dokumentiert, wann wir gefahren sind und wann irgendwelche Besonderheiten waren, ein Sturz oder so. Ist auch dokumentiert, also wir wissen das ganz genau. Und wie lange wir gefahren sind und von wie viel Uhr bis wie viel Uhr. Was war Ihr schönstes Erlebnis? Jedes Mal, wenn man da fahren kann, ist das Schönste. Ja. Eins hat mich sehr gefreut. Ich war im Frühling krank. Ich habe also Herzprobleme gehabt, war im Krankenhaus in Waidhofen. Und der Oberarzt hat gesagt, also moderates Kreislauftraining würde er mir empfehlen. Und er hat gesagt, er ist oft diesen Radweg unterwegs und er wird es kontrollieren, ob ich fahre. Ich habe ihm zwar noch nicht begegnet oder nicht erkannt, aber ich habe sofort nach der Entlassung wieder angefangen zum Radeln. Am Anfang musste ich voll unterstützen, mit dem E-Bike. Und jetzt fahre ich die weitesten Strecken ohne Motor. Vielen Dank fürs Gespräch.